Oje Leute, es ist soweit. Ich mache Videos aus meinem Bett. Es ist gar nicht mein Bett, es ist unser Gästebett. Wisst ihr warum? Weil es in meinem Zimmer viel zu heiß ist. Ich war seit eher 19 Stunden, war ich nicht mehr in meinem Zimmer, richtig. Ich lebe jetzt in meinem Gästezimmer. Ich habe zwar nichts hier außer mein Handy, aber mehr brauche ich in meinem Leben momentan noch nicht. Und einen Fernseher für abends. Dementsprechend alles sehr gut. Weil ich bin alleine zu Hause. Meine Eltern sind im Urlaub. Meine Eltern sind an den Gardasee gefahren für eine Woche. Ich bin natürlich nicht mit, weil ich keinen Bock habe. Und ich hätte vielleicht Bock auf Gardasee, aber nicht mit meinen Eltern. Ich genieße es ehrlich gesagt lieber alleine zu Hause zu sein und meine Ruhe zu haben. Auch wenn ich nichts wirklich mache, aber einfach Ruhe. Und niemand, der mich stört. Niemand, der irgendwie da ist. Aber ich habe gar nicht gesagt, was für ein Video ist. Neue Folge Basti Talk, neue Folge, neue Woche, neue Montag. Neue Themen natürlich. Es gibt nach wie vor Leute, die diesen Spruch nicht können. Ich werde immer wieder auf diesen Spruch angesprochen. Und die Person, die ich gerade meine, die weiß es jetzt bestimmt auch. Ich werde immer wieder auf diesen Spruch angesprochen. Nie kriegt es eine Person hin, diesen Spruch richtig auszusprechen. Ich weiß, es ist mein magisches Talent. Ich packe es auf meinen Lebenslauf. Ich habe Unmengen an Mückenstichen und Grasmilben und Ameisenpisse auf mir. Es ist ekelhaft. Da ist man mal ein bisschen draußen. Ich war letzte Woche ziemlich viel draußen. Ziemlich viel für meine Verhältnisse. Ich war am See. Hab mich in die Sonne gelegt, sieht man es? Nein, absolut natürlich nicht. Warum sollte man auch? Ich bin eine wandelnde Wasserleiche. Und überall juckt es mich. Überall habe ich Stiche. Hier juckt mich jetzt gerade irgendwas Neues, was mich nicht jucken sollte. Ich weiß nicht, warum es mich juckt, aber es juckt mich. Unschön. Ich muss meinen PC hochfahren, damit ich das Video gleich schneiden kann. Mein PC kocht. Mein PC hat gerade die... Da kannst du sonst noch was drin backen. Wenn du irgendwas in das Gehäuse reintust. Nicht gesund. PC, Dach, Zimmer, Sommer. Heilige Scheiße. Meine Lüfter sind auf 100%. Kaum ist man mal wieder draußen und unter Menschen. Passieren natürlich auch die ganz dramatischen Dinge. Ich wurde bestohlen. Doppelt. Mir wurde mein Fahrrad und mein Geldbeutel gestohlen am Freitag. Das war wunderschön. Ich war Freitagabend, weil Freitagabend war ja Abitur, Zeugnisse, oder nicht Zeugnisse, Notenvergabe in Bayern, ne? Und dann war ich halt ein bisschen abends am See, bisher nur hü, ne? Hab mich natürlich mitgefreut für meine Freunde. Und irgendwann bin ich so, wo ist eigentlich mein Rucksack? Der lag hier. Wir suchen und suchen. Irgendwann liegt der woanders. Irgendwann finden wir meinen Rucksack und noch zwei andere Taschen. Locker, keine Ahnung wie viel Meter vom ursprünglichen Ort entfernt. Einfach so rumliegen auf einem Haufen. Wir sind so... Hä? Wer beklaut mich? Wer beklaut meinen leeren Geldbeutel? Wer erfreut sich daran? Außer das Landratsamt, das jetzt Geld von mir kriegt für einen neuen Ausweis? Ich weiß nicht, was sie mit dem leeren Geldbeutel anfangen wollen. Auf jeden Fall, ich habe dann den Inhalt von meinem Rucksack, von meinem vorderen Fach auch noch wiedergefunden. Der lag irgendwo verstreut in der Wiese. Bis natürlich auf meinen Geldbeutel. Der ist bis heute nicht mehr aufgetaucht. What a sad story. What a very sad story. Jetzt muss man das alles neu beantragen. War heute schon richtig unterwegs. War heute bei der Polizei. Hab heute neue EC-Karte gemacht. Dann habe ich direkt Passbilder für einen neuen Ausweis gemacht, damit ich gut aussehe. Endlich mal, weil mein letztes Passbild, das war unschön. Das will man nicht sehen. Hatte ich einen fetten Pickel auf der Stirn. Ich habe hier aber heute auch einen. Ich weiß gar nicht, wo ich stehen geblieben bin. Auf jeden Fall, mein Geldbeutel war weg. Wunderschön. Nicht so schön. Und dann wollte ich nach Hause fahren und dann war mein Fahrrad weg. Und ihr denkt euch jetzt, Basti, warst du so betrunken, hast du dein Fahrrad nicht abgesperrt? Nein. Nein, ich war im super Zustand. Ich war leicht angeheitert. Ich war davor noch bei McDonald's, hab einen kleinen Abendsnack gehabt, komme zurück, sperre mein Fahrrad ab. Und dann, als ich gehen wollte, liegt nur noch mein aufgebrochenes Schloss da. Ich würde es euch gerne zeigen. Kann ich nicht. Habe ich der Polizei heute gegeben. Die wollen da jetzt Fingerabdrücke drauf suchen. Ich habe zwar gesagt, ich denke, nur ich und meine Familie hat dieses Schloss angefasst. Aber um ehrlich zu sein, die Wahrscheinlichkeit, dass es 20 andere Leute in der Hand hatten, dieses Schloss, ist hoch. Und ich übernehme keine Garantie. Ich habe gesagt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke, es war nur ich und meine Familie. Ich war eh schon sehr aufgelöst und sehr genervt an diesem Tag dann, weil Geldbeutel weg und Rucksack davor für 2 Stunden irgendwie nicht da anwesend oder sowas. 1 Stunde, keine Ahnung. Und dann will man gehen und denkt sich, okay, ja, muss ich halt sperren, ist jetzt nicht so dramatisch. Und dann ist dein fucking Fahrrad weg. Dann musst du zu Fuß heimlaufen. Ich war zum Glück nicht alleine mit meinem Heimlaufen, aber seriously, da musst du dann... Es war unschön. Heute bei der Polizei, es war mir schon unangenehm. Wieso haben sie einen Ausweis? Ich so, der wurde mir gestohlen. Darum bin ich ja hier. Aber ich habe einen Reisepass. Sie so, okay. Also wirklich, ab sofort
ab sofort für mich wirklich, ich habe schon mein Geld hier hinten im Geld im Ding drin. Ich muss jetzt auch mit Bargeld zahlen, weil ich momentan keine EC-Karte habe. Ich bin eigentlich jemand, ich zahle nur mit EC-Karte mittlerweile. Jetzt muss ich wieder auf Bargeld umsteigen, dass ich Bargeld überhaupt zu Hause habe. Ich danke vielmals. Weihnachten. Habe seitdem kein Geld ausgegeben. Ab sofort einfach nur noch alles in meine Handyhülle. Und mein Handy verlässt meinen Körper keine Sekunde. Ich gebe mein Handy niemandem in die Hand. Mein Handy ist 24 Stunden am Tag an mir dran. Wirklich. Was ein Riesen-Eck. Achso, und ihr fragt euch vielleicht, wie bin ich zur Polizei und sonst was gekommen? Ich habe ja kein Auto. Ich bin ja a bitch without license. Aber ich habe noch zum Glück das Fahrrad von meinem Bruder. Und ich habe am Samstag direkt mein neues Fahrrad bekommen von meinem Onkel. Das war nämlich sowieso geplant, dass der mir sein unbenutztes Fahrrad gibt. Und das haben sie am Samstag vorbeigebracht. Dementsprechend hat sich super ergeben. Altes Fahrrad hat sich von selbst entsorgt. Neues ist direkt da. Nice. Ich habe das Gefühl, es war jetzt so der Lowpoint. Von hier geht es nur noch bergauf. Jetzt geht der Sommer richtig los. Ich habe mittlerweile jetzt auch so ein Sommergefühl. Davor war es einfach nur heiß, aber ich hatte nicht so das Gefühl, oh, es ist Sommer, Sonne, Sonnenschein und happy und freies Leben so ungefähr. Sondern es war so ein bisschen komisch alles. Jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass ich letzte Woche auch mal was unternommen habe, habe ich jetzt so das Gefühl, jetzt ist der Sommer für mich eingekehrt und das ist gut. Und ich hoffe, es geht jetzt so weiter. Ich fand es sehr schön, mal wieder Menschen zu sehen. Man kann sich ja auch wieder mit Leuten treffen. Es ist ja nicht mehr alles verboten. Ab diesem Freitag bin ich vollständig geimpft. Da hat immer noch nichts in meinem Impfausweis eingetragen. Wir waren bei der Apotheke. Meine Mama war bei der Apotheke und danach gefragt, yo, hey, digitaler Impfpass. Ich hatte schon einmal Corona. Ich habe eine Impfung. Kann man das bei euch machen? Das ist nämlich in meinem Impfausweis nicht nachgewiesen. Und die so in der Apotheke, nö. Das geht nicht. Geht nach wie vor nicht. Wisst man nicht, wie man das machen soll. Das leider geht nicht. Geht einfach. Nee. Also das System kann das nicht. Wir müssen nämlich diese Sticker zweimal einscannen. Und wenn es nur ein Sticker ist, dann seid ihr nicht fertig geimpft, so ungefähr. Und da denke ich mir nach wie vor, wer hat sich diesen Scheiß ausgedacht? Wer? Wer? Alle sagen, ja, wenn du geimpft bist und schon Corona hattest, eine Impfung reicht. Du kannst alles machen. Nein, kann ich nicht. Wie soll es funktionieren? Ich habe den einzigen Bescheid dafür, dass ich Corona hatte, ist mein positiver Test vom letzten März und dass ich mich in Quarantäne begeben muss. Soll ich jetzt mit dem und mit meinem gelben Impfblättchen ab sofort rumlaufen und dem Polizisten das dann zeigen? Wenn der sagt, was machst du hier? Dann sag ich, Bitch, ich darf das. Und dann schaut er sich das an und hat nichts damit anzufangen. Er so, ist das jetzt richtig? So stelle ich mir das vor. Er so, keine Ahnung. Gut, mehr habe ich nicht zu erzählen. Wie war eure Woche? Wurdet ihr schon mal ausgeraubt? Was ist so alles los bei euch? Habt ihr mittlerweile auch dieses schöne Sommergefühl? Wir sehen uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge von Basti Talk. Vielleicht kommt diese Woche irgendein Video. Vielleicht kommt diese Woche endlich mal der Vlog, den ich die ganze Zeit vorhab. Wir werden es sehen. Arrivederci, bye bye und tschüss!